Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Und ich hoffe, es klappt alles. Ich bin hier in meinen Rechner gekommen und dachte, warum höre ich mich jetzt nicht? Mikrofon, hallo, voll leise auf einmal. Ich habe eigentlich nichts gemacht hier dran. Ach, manchmal ist es wie verhext. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder ein Update hatte von Windows, das mir schon wieder den Sound zerschossen hat. Das kann Windows mal ganz gut. Ach ja. Ja, einmal natürlich wieder, es ist Montag, ich möchte einmal darauf hinweisen, wer sich fragt, hey, hat der vielleicht irgendwie einen Discord-Server oder kann man den Kollegen irgendwo unterstützen? Da würde ich mich natürlich auch freuen. Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Sound passt. Was wollte ich noch sagen? Ja, also für die Leute, also ich habe es jetzt schon mal in den Kommentaren gelesen, da ich glaube ich auch letzte Woche schon gesagt habe, manchmal bin ich ja auch einfach echt verplant. Das könnte diese Woche noch schlimmer werden, weil ey, wir haben ja wieder an unserer Carport-Baustelle gewerkelt jetzt am Wochenende. Ich merke nichts mehr. Ich hab nicht Rücken, ich habe Körper. Bin völlig hin. Aber ich dachte mir, du musst ja heute irgendwie aufnehmen. Schlimm ist ja immer, ich kann das nicht mega lange aufschieben, allein schon, weil ich ja auch das immer hochladen muss hier alles. Und es dauert immer ein bisschen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hundertprozentig passt das mit dem Mikrofon noch nicht. Moment mal eben. So. Jetzt vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich jetzt mal ein bisschen weg von mir. Ja, das passt schon. Ah, was müssen wir denn hier alles noch machen? Also ich bin echt froh, wenn diese Baustelle da fertig ist, Alter. Das macht mich kaputt. Ich bin nun mal auch wirklich nicht mehr belastbar, was sowas angeht. Ich jetzt gar kein Tierfutter mehr. Nee, warum auch? Brauche ich jetzt ja auch gar nicht mehr anpflanzen, weil es ist bald vorbei. Mal eben gucken, haben wir hier noch genug Platz im Inventar? Ja, das kriegen wir erstmal hin. Ja, also wie gesagt, ich bin richtig fertig, bin kurzatmig. Baustelle, sehr viel Staub und so. Ich hoffe, das wird jetzt. Er geht recht schnell wieder weg. So, hier haben wir jetzt ja nichts, da liegt kein Ei, nö. Ich glaube, wir warten immer noch auf Elisabeth die Zweite, ne? Also ich habe heute auf Montag, echt, wir sind gestern, weiß nicht, um 10 ins Bett, wir waren alle fertig. Und dann, Moment mal eben, muss man eben ganz kurz gucken. Ja, wir warten noch auf Elisabeth Zweite. Ich bin einmal um 7:30, glaube ich, wach gewesen, weil der Hund sehr nervös war. Meine Frau hat es sich in dem Moment schon fertig gemacht. Er wollte einfach was zu essen haben. Und dann habe ich mich wieder auf die Couch gehauen mit dem Hund. Boah. Bis 11 oder so nochmal gebannt. Ich könnte immer noch weiter pennen. Ich bin erledigt. Ich habe keine Kraft mehr, kein Nichts mehr. Es war halt jetzt viel Beton machen, Pflastern. Und beim Pflastern habe ich jetzt nicht viel mitgeholfen. In dem Sinne, dass ich jetzt schwere Sachen, also die Steine oder so, geschleppt habe. Geht eh nicht. Ich war eher so der mit dem Auge, ob alles gut ist, und der sich ab und zu mal hingekniet hat und gesagt hat, Sand hin, Sand weg, weil Stein passt nicht. Ja, wie gesagt, hat gelangt. In der Woche habe ich ja auch immer noch was gemacht, so ein bisschen geputzt und so.
Eier, wir brauchen Eier. So. Die drei da rein. Und erstmal die zwei da rein. Vier. Da sind es schon sechs. Hier nochmal zwei. Das passt noch. Habe ich hier irgendwas für? Nö. Sorry, das hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Gucken, was wir hier alles verkloppen können. Alles das. Ich sehe, ich muss schon wieder in die Mine oder auch Holz holen, ne? Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Ich wollte noch einen großen Kuhstall, genau. Dafür brauche ich biegsames Holz 10. Das haben wir. 10 Goldbarren haben wir auch. Festes Gras brauche ich 50. Also müssen wir ein bisschen Gras. Und dann haben wir das schon. Dann haben wir das schon. Dann können wir uns kümmern um... Ich habe hier gar nichts mehr stehen. Die Goldwerkzeuge. Und wir können ja mal eben einmal gucken. In der Zeit, wo wir Gras holen. Ob da drüben noch Gebäude sind. Außer dieses eine große. Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Da brauche ich dieses neue Material, was jetzt nicht Gold ist, sondern irgendeinen anderen Kram. Hier müssen wir auch noch weiter bauen. Das glaube ich nur noch. Guck mal hier, ernten. Ernten mal so ein paar Blümchen hier. Was pfeift hier so? Hallo, Fea. Eben irgendwas gehört, ey. Rote Zauberblume. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, ich bin immer noch so leise. Ah gut, das kann ich ja in der Nachbearbeitung machen. Sollte das der Fall sein? So, jetzt haben wir die ganzen Blumen hier eingesammelt. Reparieren, genau. Illusionsbauholz. Orachal. Kostbaren, genau, das war dieses komische. Eine Absaugpunkte 12 und Olivenkristall. Das ist ja so. Eine Hydrokultur. Alter, wo kriege ich das her? Es kann ja, also... Ich gehe mal lieber langsam, falls ich hier wirklich gleich noch ein Tier entdecke. Das war ja langsam. Es gibt ja hier noch nichts... Erweiterndes, das heißt, das kann ich doch jetzt nur noch. Ist das Festes? Ja. Irgendwie in der Mine finden. Oder wie oder was? Achso, ja. Man sollte auch das Werkzeug wieder auswählen. Ich meine, das Gute ist, wir können uns dann wirklich jetzt auf den ganzen anderen Kram...
Aha. Kann ich das kaputt machen hier? Nee, ne? Ne. Ja, strange, ne? Können wir morgen im Endeffekt gleich gleich rübergehen? Zu dem Hans und können dem dann gleich sagen, hier einen größeren Kuhstall noch. Und dann brauchen wir für ja, 10 Goldbarren immer für die Werkzeuge. Also müssen wir auch nochmal in die Mine, klar. Eine lasse ich über, eine will ich verkaufen, damit ich neue Sachen... Die habe ich schon mal probiert, da reinzumachen. Rosmarin ist eher sowas für... Könnte man vielleicht auch mal mit kochen noch? Noch mal eben gucken. Drei Kühlschränke haben wir jetzt. Mega geil. Hier. Doch, wir haben noch ein Ei. Können wir mal so ein 5-Sterne-Ei hier mit reinkloppen. Und auch ein 4-Sterne-Ei. Gucken wir schon mal, was hier fertig ist. Ach, guck mal, da kann schon das letzte Ei rein. Uhr, dann können wir noch ein bisschen bauen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall wieder Stein. Holz und das, was wir noch da haben. Boah, ich merke das mit meiner Luft, ey, das ist nicht gut. Okay. Wenn wir ja irgendwann mal ein paar Zäune bauen sollen. Erstmal wieder ein paar. 5. Thank you.
ich hier mal wieder ein Tor hin. Jetzt sind wir dem... Ah, guck mal, hier kann auch nochmal ein Tor hin. Schon. Wäre sonst wieder blöd gewesen. Ja, ist gut, ist gut. Halt einfach still, kleiner Mann. Fang schon mal an, den hier wieder sauber zu machen. Der ist ja noch recht safe. Ich wollte eigentlich noch die Terrasse machen, aber ist ja auch noch nicht ganz fertig. Hier fehlt ja noch ein bisschen Holz. So, hier hätte ich wirklich alles... Ja. Pflanzen brauche ich auch nichts mehr neu. Was, können wir da noch was reingeben? Nein. Hier auch nicht. Ganz normales Holz brauchen wir ja gar nicht. Keine Blumen, die da reinpassen. Auch nichts rein. Was kam denn da nochmal rein? Keiner weiß es. So, verkaufen wir nochmal eben das und das und das und das. So, wo kommt jetzt die Farbe hin? Hier in der Mitte, ne? Da habe ich schon ein bisschen Farbe. Ja. Da war auch schon Essenz, genau. Florale Essenz, auch aus Blumen, ja, so war das. Da hätte ich vielleicht die, kann ich jetzt ja nochmal machen, Moment. Ist jetzt zwar blöd, weil ich sie nicht verkaufen kann. Ach, wird auch nur rot. Egal. Haben wir ja genug von. Und dann gehen wir im Bett. Ach, da hinten ist das Bett. War gerade schon wieder woanders. Schlafen. Ja.
20.000 haben wir gemacht. Mega geil. Gut, meine lieben Stacheln, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir nochmal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, wäre ein Abo nicht schlecht. Und natürlich auch die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Bis denne!